selbst. Ja. Nein, guck mal, das Ding ist, das ist so ein Missverständnis, was viele Leute haben. So, ne, weil das ist der Grund, warum ich auf so viele verschiedene Bereiche eingehe. Ich sage, es ist nicht nur dein Umfeld, es ist nicht nur das Wissen, es ist nicht nur einfach machen, machen, machen und Disziplin, es ist nicht nur Glaubenssätze und Gedanken, es ist alles. Ja, das ist wie beim Fitness, wo man sagt, so ist 50% Ernährung, 50% Fitness, was ist wichtiger? Beides ist wichtig. Aber die Sache ist, wenn du gerade gut trainierst, aber die Ernährung gerade ein bisschen vernachlässigst, dann ist für dich Ernährung wichtiger in dem Part. Und deswegen sagt man, das ist jetzt erstmal 100% Fokus für dich, mach das andere genauso weiter. Und das ist das Ding, dass bei manchen Leuten, man guckt einfach, wo ist die Schwäche. Und ich gehe immer auf alle Bereiche ein. Und deswegen habe ich erstmal Gespräche mit Leuten und stelle wirklich Fragen, um zu verstehen. Und das Ding ist aber, manche Leute sagen, ja, ich habe limitierende Glaubenssätze, ich weiß, wo sie herkommen, kommen immer aus dem Umfeld und deswegen ist es so wichtig, dass man es kombiniert. Um es zu verstehen, es gibt so eine kleine Story, die ich immer sehr gerne erzähle, es ist so ein Experiment, das habe ich gehört, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ist mir noch viel klarer geworden, warum wir eigentlich uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Weil wir sind konditioniert, man sagt Mindset, das ist wie unsere Mentalität. Mentalität kennen wir, wenn die Leute aus einem anderen Kulturkreis, einem anderen Land kommen, haben die eine andere Mentalität. Sie verhalten sich anders, weil sie Sachen anders bewerten, aber das kommt, weil sie anders groß geworden sind. Ja. Ja, und wenn du zum Beispiel aus Japan kommst, aber wurdest adoptiert, bist in Amerika groß geworden, dann hast du die Mentalität von einem Amerikaner. Ja. Hat nichts mit Genetik zu tun, ist einfach dein Umfeld. Das, was wir sehen, das machen wir nach. Und es gibt bestimmte Limitierungen aber, die wir haben, basierend auf dieses Umfeld. Und es ist halt so, egal wo du bist, es gibt Sachen, das tut man nicht, das gehört sich nicht. Und du hast bestimmte Kulturkreise, zum Beispiel die Japaner und die Deutschen sind eher zurückhaltender, introvertierter, als wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Südamerikaner oder Afrikaner zum Beispiel, die sind mehr laut und so weiter. Es ist ja nicht, man denkt also, ja, die sind so und wir sind so. Ja. Und wenn man das akzeptiert, dann ist man gefangen in diesem Paradigma. Ja. Und das ist halt das große Problem. Und es gab so ein Experiment, als ich das gehört habe, hat das so direkt Klick gemacht. Deswegen erzähle ich dir das jetzt nochmal. Die haben ein Experiment gemacht mit 10 Affen, die in einem Käfig waren. Das heißt, sie haben 10 Affen in einen Käfig getan, in ein Labor, und haben in diesem Käfig, gab es dann so Kästen, Holzkästen, dass sie so hochklettern konnten. Und oben beim Käfig hatten die einfach Bananen. Logisch, die Affen wollen die Bananen, die klettern die Kästen hoch, wollen sich die Bananen greifen. Was passiert ist, dass sie einfach die ganzen Affen mit kaltem Wasser besprüht haben. Und die Affen sind erstmal verrückt geworden und gesagt, was passiert hier, was ist los? Durcheinander gekommen. Panik. Und die haben aber erst nicht verstanden. Haben wieder versucht, die Bananen zu holen. Wieder mit kaltem Wasser besprüht. Und das ist schmerzhaft, das ist ein kalter Schock. Alle Affen haben erstmal Panik. Versuchen es nochmal. Das passiert 3, 4, 5 Mal, bis sie irgendwann verbinden, okay. Jedes Mal, wenn wir versuchen, hochzugehen, die Bananen zu holen, kommt kaltes Wasser. Wir haben keinen Bock auf dieses kalte Wasser, also holen wir uns nicht die Bananen. Weil wir werden bestraft dafür. Okay, das heißt, jetzt ist ein neues Gesetz. Keiner versucht, das zu holen. Was Sinn macht in dem Kontext. Jetzt ist interessant, weil die haben dann einen Affen rausgenommen aus diesem Käfig und einen neuen Affen reingetan. Also 9 der Originalaffen bleiben da, nur ein neuer kommt rein. Dieser neue Affe hat noch nie dieses Wasser gespürt, kennt es nicht. Also was macht er? Natürlich, er versucht hochzugehen und die Bananen zu holen. Was interessant ist, die anderen 9 Affen greifen ihn jetzt an, ziehen ihn runter, beißen ihn. Weil sie wissen genau, wenn einer von denen hochgeht, um die Bananen zu greifen, werden alle mit Wasser besprüht. Alle werden bestraft, wenn einer das macht. Und deswegen wird er jetzt bestraft. Er weiß aber nicht warum. Er denkt sich, was ist hier los? Versucht nochmal hochzugehen, wird wieder angegriffen. Nochmal hochzugehen, wird wieder angegriffen. Für ihn ist jetzt das Gesetz, keiner darf an diese Bananen gehen. Keine Ahnung warum, aber so macht man das anscheinend hier. Interessant ist jetzt, ein zweiter Affe wird ersetzt und in den Käfig reingetan. Und was interessant ist, natürlich wird er von allen anderen angegriffen, aber dieser zweite Affe, also der erste, der vor ihm reinkam, hat noch nie das Wasser gespürt, er greift ihn auch an. Weil so macht man das hier. Ja. Wenn einer hochgeht, wenn ich hoch, ich war hoch, alle haben mich fertig gemacht, der nächste, der hochgeht, den mache ich auch fertig. Ja. So, und das Ding ist, so werden alle von ihrem Umfeld konditioniert. Sie haben keine Angst vor dem Wasser. Sie haben jetzt Angst vor der Reaktion von den anderen Menschen oder diesen anderen Affen, die hier drin sind. Nach und nach werden alle Affen ersetzt. Bis am Ende 10 Affen im Käfig sind. Keiner von diesen Affen hat jemals dieses kalte Wasser gespürt. Sie sind aber trotzdem konditioniert,
von dem Verhalten oder von den Ängsten oder von diesen negativen Erfahrungen von denen, die vor ihnen kamen. Und deswegen ist es so schwer, sein Verhalten zu verändern in einem alten Umfeld. Du kommst in das neue Umfeld rein und dieses Umfeld zieht dich runter. Sie ziehen dich wortwörtlich runter. Und der einzige Weg jetzt, diese Affen dazu zu bringen, sich zu verändern, ist, wenn du jetzt jeden Einzelnen nimmst und ein neues Umfeld tust, wo alle nach oben gehen, diese Bananen sich holen und merkst, es passiert nichts. Und du denkst, oh, am Anfang sogar werden die skeptisch sein und sagen, das kann doch nicht sein. Ja. Aber wenn die dann lernen, oh, passiert nichts, vielleicht probiere ich das auch mal. Manche Leute, und da ist die Gefahr, weil die Glaubenssätze so tief sind, dass sie sogar, obwohl sie im neuen Umfeld sind, nicht daran glauben, dass es geht. Ja. Und sie denken, die haben Glück gehabt. Okay, die haben jetzt 5-mal Glück gehabt. Aber jederzeit kann irgendwas Negatives passieren, kann irgendwas, und das ist das Problem, dass obwohl wir sehen, dass es andere Menschen gibt, jeder von uns hat irgendwelche Glaubenssätze. Ich bin zu alt, etwas zu tun. Ich bin zu jung, etwas zu tun. Ich bin noch nicht ready. Ich weiß noch nicht genug. Ich bin schwarz, ich bin eine Frau, ich bin ein Mann, ich bin was auch immer es ist. Aber wir sehen Beispiele von anderen Leuten, die genau dieselbe Limitierung haben, wie wir anscheinend haben, aber sie erreichen etwas. Aber dann haben wir Ausreden, warum es für die klappt und warum es für uns nicht klappt. Und wir merken nicht, woher diese Glaubenssätze kommen. Sie kommen sehr oft aus unserem Umfeld. Die sind noch nicht mal unsere eigenen Erfahrungen. Manche von uns haben negative Erfahrungen gemacht. Heißt ja nicht, dass es, wenn ich es wieder mache, wieder passieren wird. Aber die meisten von uns haben diese Erfahrung gar nicht gemacht. Man übernimmt es von dem Umfeld, weil die Eltern das gesagt haben, weil es einfach so gemacht wird in dem Kulturkreis. Weil es immer so war, werden wir es immer wieder so tun. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn man sagt, okay, ich arbeite an meinen Glaubenssätzen, ich bringe erstmal Sachen, ich kann das nicht tun. Warum nicht? Weil, und es gibt sehr gute Übungen, wie du rausfiltern und rausfinden kannst, was deine limitierenden Glaubenssätze, sind. Aber wenn du sie einmal identifiziert hast, ist es auch wichtig, dass du jetzt auch dein Umfeld anpasst. Dass du an anderen Orten bist, dich mit anderen Menschen umgibst, dass du diese Beweise auch im Außen siehst. Und wenn du sagst, ich glaube daran, ich kann 10.000 Euro, 20.000, 30.000 im Monat machen, aber niemand um dich herum macht mehr als 2.000 Euro. Ja. Wo ist dann der Beweis? Du musst dich umgeben mit solchen Menschen. Du wirst merken, dass die Menschen anders denken. Und diese Menschen sind an anderen Orten. Diese Menschen haben andere Routinen. Diese Menschen tun andere Sachen. Und somit ist es eine Kombination davon, weil du kannst auch deine Glaubenssätze versuchen zu ändern. Aber wenn du selbst nicht in Handlung gehst und es nicht erfährst, es gibt kein Wissen außer erfahrenes, erlebtes Wissen. Ja. So ein Zitat von Albert Einstein habe ich mal gehört, der hat gesagt so, there is no knowledge, knowledge only exists with experience. Experience ist Erfahrung. Erst wenn du etwas erfahren hast, dann ist es wahr für dich. Viele Sachen hörst du, ja nee, ich weiß, eigentlich macht das Sinn, aber dann willst du es machen, geht nicht. Ja. Dann weißt du es nicht, dann ist es nicht die Wahrheit für dich. Und deswegen ist es so wichtig, dass man ein System hat, Strukturen und Routinen, das ist auch ein Umfeld. Ich sage, ich mache nicht etwas ein einziges Mal, ich wiederhole es wieder und wieder und wieder, weil die Gedanken sind auch ein Umfeld. Es gibt eine Sache, sie ist vielleicht einmal passiert, aber dann habe ich 20 Situationen gehabt, wo ich immer wieder diesen Schmerz projiziert habe. Ja. Nee, ich kann jetzt nicht diese Person ansprechen, weil sonst wird das passieren. Ah, ich kann doch nicht das und das, weil sonst wird das. Und jedes Mal, wenn du dir vorstellst, was passieren könnte, das Negative, spürst du es ja. Diese Angst ist ein Gefühl, was du in deinem Körper spürst. Es ist so, als wäre es passiert. Also ist etwas vielleicht nur einmal passiert oder nie passiert, aber weil du es dir vorgestellt hast, ist es so, als ob das 100 Mal, 200, 300, 1000 Mal passiert wäre. Ja. Jetzt reicht es nicht aus, sich einmal das Positive vorzustellen, weil das steht auf einer Waage mit den 1000 negativen Erlebnissen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das komplette Umfeld auch nutzen. Wir verhalten uns anders, wenn wir in einem anderen Umfeld sind. Und deswegen nutzen wir doch ein Umfeld, was uns unterstützt auf dem Weg zu unserem Ziel. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das mit einkalkuliert. Dass man nicht sagt, es geht nur um Disziplin, es geht nur um Willenskraft. Ich muss dagegen, egal wie das Umfeld ist, ich kann trotzdem Gas geben. Egal wie ich mich fühle, ich unterdrücke das einfach. Es kommt immer wieder an die Oberfläche. Und du wirst so viel Energie brauchen, das runterzudrücken. Bring es nach draußen und guck es dir wirklich an. Ist es wirklich die Wahrheit? Und dann kreiere ein Umfeld, kreiere eine Struktur, kreiere eine Routine, geh in die Umsetzung und behalte die Glaubenssätze vor dir immer wieder. Und deswegen habe ich halt diesen Circle of Power, wo ich wirklich sage, es gibt diese vier Bereiche und wir gehen in diesen vier Bereichen rein. Und ich gehe das one by one mit Leuten durch, weil viele Leute sagen so, ja Ben, was ist das eine Geheimnis, was denkst du, wie kann ich in diesen Bereich, wie kann ich in diesen Bereich rein, das ist ein Prozess. Es geht viel schneller, als man denkt. Aber es ist auch gleichzeitig etwas, was nicht über Nacht passiert. Ja. So, na, und deswegen sage ich den Leuten, so, na, kontaktiere mich, wir kommen in einen Call,
Und ich gehe mit den Leuten Step für Step da durch. Ich stelle Fragen, dass ich auch weiß, ist, bist du wirklich ready? Willst du dich wirklich verändern? Ja. Oder hast du nur ein, zwei Videos gesehen und sagst, na, no, es interessiert mich, mal gucken, aber ich bin auch nicht bereit, etwas zu tun. Ja. Und wenn die bereit sind, etwas zu tun, sage ich, okay, stell dir bestimmte Fragen, dann sage ich, okay, alles klar, ich habe einen kostenlosen Call, wo du mich kontaktieren können und dann gehen wir ins Gespräch und dann one by one. So, ne? Weil sehr viele Sachen, die ich online mache, auf Social Media, die sind ein bisschen allgemein und mehrere Leute können sich damit identifizieren, hier und da erkennt man sich, aber dann kann man das nicht direkt auf seine Situation übertragen. Ja. Und damit ich das auf jeden Einzelnen übertragen kann, muss ich ja verstehen, wo jemand steht. Ja. Ne? Und dann helfe ich denen dann wirklich nach vorne zu kommen. Aber das ist so ein Beispiel, das war wirklich so, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dann, es war etwas, was eigentlich so logisch ist. Ja. Jedes Mal, wenn ich sage, so logisch, denke ich zoologisch und zoologisch im Zoo, Affen im Zoo. Aber weißt du, was ich meine? Es ist so logisch, aber erst durch bestimmte Beispiele und durch bestimmte Erlebnisse und Erfahrungen vertieft sich dieses Wissen. Ja. Nachdem du auf den Link geklickt hast, kommst du auf folgende Landesseite, wo ich ein Video habe, wo ich dir nochmal ganz kurz erkläre, warum die meisten Menschen nicht ins Machen kommen und warum ich diesen Power Call anbiete. Und wenn du dich dann registrieren willst, hast du hier unten einen Button, den du dann klicken kannst. Und wenn du das getan hast, kommst du auf eine Seite, wo du ein kleines Formular ausfüllen musst, damit ich ein paar Informationen über dich habe. Und sobald du das gemacht hast, wirst du von mir einen Kalendereintrag bekommen, wo du dir ein Datum picken kannst, wann ich dich anrufe und ich freue mich schon sehr auf unseren Power Call. Also mach es einfach und mach es einfach.